Wenn ich könnte, würde ich gerade nochmal von vorne anfangen. Mein Name ist Raphael Behli. Ich komme von der Region Zürich. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Abschluss. Die Prüfung steht jetzt kurz davor. Also hinter uns sieht man unseren Arbeitsplatz vom UK. Es ist eine Art Simulation, wie es in jemanden draussen kannst antreffen, was man alles hat. Bebbudi, Muffen, Autodosen etc. Wir bauen jetzt die Muffen gerade mit dem Loop und mit dem Minikabel 12-Phasen zusammenspleissen. Und dann am Ende, nachdem wir die Muffen gemacht haben, am nächsten Tag machen wir dann die Zentrale. Man trifft auf Fasern und die haben alle verschiedene Farben. Und das Farbenblind hat man halt den Nachteil, dass man nicht jede Faser sieht. Weil wir haben einen bestimmten Farbcode in der einen Bündelader. Und das ist sehr wichtig, dass man nicht farbenblind weg dem ist. Und der Farbcode ist ganz einfach. Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß, Violett, Orange, Schwarz, Grau, Braun. Mein Name ist Wirtli Murat. Ich komme aus Möhlin, das ist im Fricktal. Und arbeite in Lausen bei der Saphir Group. Ich bin zwar kein Doktor, aber ich brauche trotzdem Händchen. Das liegt daran, dass wir in den Kabel Ratten Nagetierschutz drin haben. Das ist etwas, wo die Nagetier zum Beispiel jetzt reinbissen und dann finden sie, okay, pfui, dann müssen wir jetzt doch besser sein lassen. Das schmerzt dann natürlich auch und wenn wir das anlängen, dann tun unsere Finger kräuseln und das haben wir nachher den ganzen Tag. Das zwickt. Ich muss sagen, dass ich teilweise ein bisschen nervös bin. Kurz vor dem UK, dann sind wir im UK und dann läuft es halt schon relativ gut. Also jetzt, zum Beispiel dieses Jahr, finde ich, dass ich sehr, sehr gut nachkomme. Letztes Jahr hatte ich da mehr Probleme. Genau, ja. Mein Highlight ist, dass alle Leute, die halt da sind, sehr, sehr freundlich sind und man hat es abends halt relativ lustig. Und dann geht es halt relativ oftmals auch ab. Und im Unterricht selber finde ich, jetzt ist mein Highlight der BEP. Ich finde, ich habe mein BEP sehr, sehr gut gemacht. Ich bin sehr stolz darauf. Das habe ich bis jetzt noch nie so dürfen machen. Und ich finde, fürs erste Mal ist es sehr gut. Ich bin ready für eine QV. Ich bin der Joshua. Ich komme von Oberempfelden. Ich mache die Lehre zum Netzelektriker EFZ mit dem Schwerpunkt in Telekommunikation. Am meisten Spass macht mir grundsätzlich schon die Muffe, weil die gibt am meisten Arbeit, oder? Das ist ein Loop, den braucht man für eine Muffe, wo man dort hinten sieht, wie wir am Bauen sind, dass man Kabel, die im Betrieb sind, nicht trennen muss. So kann man hier die einzelnen Tubes, hier innen sind jeweils 12 bis 24 Fasern drin, kann man die sauber auftun, ohne dass man die Fasern, die in Betrieb sind, muss trennen.